Es ist Zeit für Revanche, für eine doppelte sogar, um genau zu sein. Zwei Pflichtspiele haben die Würzburger Kickers bisher gegen Eintracht Braunschweig absolviert. Beide gingen verloren. Vor zwei Wochen unterlag der Aufsteiger bei der Liga-Premiere den Niedersachsen mit 1:2. Vor zwei Jahren kegelte die Eintracht die Kickers mit einem 1:0-Sieg am Dallenberg aus dem Pokal. In dem gibt's jetzt ein Wiedersehen und das Motto heißt, alle guten Dinge sind drei. Ja gut, das ist jetzt ein anderer Wettbewerb in der Liga. Das ist ein K.O.-Spiel, das kann man immer gut machen. Das ist ein Spiel und ich hoffe, dass wir diesmal dran sind. Ja, und ich mag die Spiele, die K.O.-Spiele. Dass die Kickers gegen Braunschweig mithalten können, haben sie im Liga-Duell schon gezeigt. Ja gut, ist eine tolle Mannschaft, das wissen wir. Ja, ist individuell gut bestückt, aber wir haben gezeigt, gerade in der zweiten Halbzeit, dass wir auch nicht so schlecht sind. Und ja, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir die rote Karte nicht kriegen. Selbstvertrauen können die Kickers zudem aus der letzten Ligapartie gegen Kaiserslautern ziehen. Gegen den vierfachen deutschen Meister wurde beim 1:1 der erste Punkt eingefahren. Ein Remis wird es am Ende im Pokal freilich nicht geben. Im Notfall wird der Sieger ja bekanntlich per Elfmeterschießen ermittelt. Speziell geübt haben die Kickers das aber bisher noch nicht. Das noch nicht, nee, aber wir haben ja noch ein, zwei Tage. Ohnehin wollen die Kickers die Partie am besten in den 90 regulären Minuten entscheiden. Einer, der weiß, wie man gegen Braunschweig trifft, ist Elia Soriano, der im Ligaspiel das Anschlusstor für die Rothosen erzielt hatte. Ja, ich will jedes Spiel ein Tor machen. Ich hätte jetzt auch gegen Lautern fast das Tor gemacht. Ich glaube in der 70. und ist leider nicht reingegangen. Ich versuche es jetzt am Samstag wieder. Mit welchem Personal Bernd Hollerbach den Einzug in die zweite Pokalrunde erreichen will, ist noch unklar. Möglicherweise steht erstmals Neuverpflichtung Jörg Siebenhandel in einem Pflichtspiel im Tor. Auch der unter der Woche neu verpflichtete Abwehrmann David Pissot könnte gleich mal seine Premiere für die Kickers feiern. Zudem könnte der in der Liga gesperrte Emanuel Taffertshofer zurück in die Startelf kehren. Ja klar, sind alle im Kopf, also alle im Kader sind im Kopf und auch die, die jetzt mal hinten dran waren, das geht immer schnell bei mir. Wenn gut gearbeitet wird und gut trainiert wird, kann sich jeder empfehlen. Egal mit wem und am Ende auch wie, der erste Sieg dieser Saison, er soll endlich her, auch weil mit dem Erreichen der zweiten Pokalrunde wieder kräftig Geld in die Vereinskasse fließen würde. Zudem gehören die Kickers mittlerweile ja fast schon ein bisschen zum Establishment im DFB-Pokal. Bereits im dritten Jahr in Folge stehen sie in der ersten Hauptrunde, absolvierten bisher insgesamt 10 Pokalspiele. Im vorletzten Jahr schaffte es die Hollerbach-Elf sogar in die zweite Runde, bevor sie unglücklich ausschied gegen Braunschweig. Wie gesagt, am Samstag ist irgendwie genau die richtige Zeit für eine Revanche.